Moin moin Leute, ich bin Lindkovus Brain oder einfach nur Yannick und begrüße euch zu einem neuen Part am Minish-Mittwoch zu The Legend of Zelda Minish Cap. Wir sind das letzte Mal quasi hier stehen geblieben, nachdem wir ein paar Glücksfragmente miteinander verbunden haben. Und die Lösung ist manchmal zum Greifen nah und trotzdem kann man es irgendwie verpeilen, wie es funktionieren soll. Wir haben ein neues Item bekommen und es ist eigentlich meistens sehr, sehr, sehr naheliegend, was man tun muss in The Legend of Zelda, weil jedes Mal, wenn man ein neues Item bekommt, dann sollte man bestenfalls das Item einsetzen. Und wir haben beim letzten Mal schon einmal gesehen, dass man hier oben sich hin teleportieren lassen kann, ohne überhaupt das Windmal aufzumachen. Das ist eins der einzigen, wo man schon hin kann, ohne dass man das selber geöffnet hat. Und hier bekommen wir jetzt eine große, große Aufgabe. Und das wird auf jeden Fall heute von diesem Part sehr, sehr viel in Anspruch nehmen. Nanu? Ein Gast! Welch seltene Ehre! Wenn du Fragen hast, dann frag mich! Ich weiß fast alles! Wie? Du willst in den Tempel, den man vom See aus sieht? Es gibt einen Minish, der den Tempel vor langer Zeit einmal betreten hat. Er heißt Lexter und lebt in der Bücherei der Stadt. Die Bücherei müsste bald aufmachen. Geh doch mal hin! So, und die hat jetzt tatsächlich dadurch, dass wir das hier gelöst haben, hat die Bücherei jetzt auch wirklich geöffnet. Und wir müssen uns nochmal einmal groß machen. Und jetzt direkt zur Bücherei hinüberdüsen. Dafür gehen wir einmal hier hin. Denn so ist es ja oft bei Videospielen, dass man immer erst bestimmte Dinge irgendwie machen muss oder irgendwie was ausführen muss, dass sich dann das nächste Event öffnet. Und hier sind wir nun. Wir können mal ein bisschen reden. Willkommen in der Bücherei. Wenn das nicht Thomas Alberichs Enkelkind ist, sieh dich in Ruhe um. Gerne. Ich bin für die Bücherausgabe zuständig. Meine Nachbarin hat Probleme. Warum hat deine Nachbarin Probleme? Hi. Welches Buch leihe ich mir heute aus? Gute Frage, das kann ich dir nicht beantworten. Okay, können wir hier die Dinger lesen? Tatsächlich! Bestseller der Saison. Auf Platz 3, die unendliche Geschichte von Hyrule. Auf Platz 2, Prinzessin Zeldas Tagebuch. Und auf Platz 1, Fatih der Schreckliche. Bestseller der Saison. Okay, da steht nochmal das Gleiche. Fatih der Schreckliche. Alles so kleine Anspielungen an echte Bücher. Gefällt mir. Oh, was haben wir hier? Die Bücher bewegen sich ganz von alleine, aber das glaubt mir keiner. Ja, wenn du das so sagst, klingt das auch ein bisschen spooky, Bro. Das haben wir leider nicht. Tut mir leid. Ciao. So, ihr seht schon da unten die, das Kleine, wo man sich direkt durchzwängen kann als Minish. Und wir können ja auch nach unten gehen. Dazu aber später mehr. Wir wollen jetzt erstmal hier hineingehen. Denn er soll wirklich recht haben. Und zwar, diese Bücher hier bewegen sich wirklich. Hey, na sowas. Die Bücher wurden verliehen. Und nun kommen wir nicht mehr zurück zu Lexter, dem Ältesten. Ob der Älteste allein klarkommt? Oh je, ich sorg mich so sehr. Die Bibliothekarin müsste eigentlich wissen, wer die Bücher hat. Wir Minish sind da vollkommen hilflos. Können wir zufälligerweise mit dir Fragmente vereinen? Das habe ich. 6-mal sogar. Okay. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Oh Gott, ist das wieder irgendwo ein goldenes Ding, aber irgendwo... Ah ne, eine Truhe. Das wird ja zumindest glücklicherweise auch angezeigt auf der Karte, dass man auch immer weiß, wo es denn längs geht. Moin! Die Bücher, auf denen man hochklettern konnte, sind alle verliehen. So kannst du Lexters Abenteuergeschichte nicht hören. Schade. So, und darum geht es jetzt nämlich auch. Wir dürfen einmal querfeldein durch ganz Hyrule juckeln, um ganz viele verschiedene Bücher nach Hause zu bringen. So, aber vorher möchte ich mich hier mal einmal umgucken, weil ich weiß gar nicht mehr, wo war denn hier genau was? Musste man tatsächlich hier rüber schwimmen? Aber das ist doch viel zu wild. Weil hier kommen wir definitiv nicht rüber. Nun gut, wir gehen erstmal wieder hier hin, machen uns groß und wollen mal mit der Bibliothekarin sprechen, damit das erste Buch gefunden werden kann von dieser ewig lang anhaltenden Laufquest, wenn man so möchte. Ist fast wie so eine WoW-Quest. Ich bin für die Bücherausgabe zuständig. Meine Nachbarin hat Probleme. Aha. Willkommen in der Stadtbücherei, wenn das nicht Thomas ist. Die Bücher aus dem Regal im ersten Stock, das wo drei Bücher fehlen, das ist ja das Problem. Sie sind schon lange ausgeliehen und werden einfach nicht zurückgegeben. Das Bilderlexikon der Tierwelt zum Beispiel, das hat... Genau, das hat eine Katzenbesitzerin ausgeliehen. Das darf sie ja auch, aber sie muss es wieder zurückbringen. Eine Katzenbesitzerin hat das ausgeliehen.
Mhm. Wer ist denn jetzt bitte die Katzenbesitzerin? Was haben wir hier? Hier waren wir auch noch nie. Oh, ein Kunde! Warum ich einen Glücksspielsalon habe? Weil man beim Glücksspiel manchmal gewinnen kann. Ich kann es nicht empfehlen, aber probier es ruhig aus. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Willst du es probieren, obwohl du nicht weißt, ob du etwas gewinnst? Es ist besser, du lässt es. Ich probier's. Ach so, dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Ich werde da mal die nötigen Vorbereitungen treffen. Komm durch den hinteren Eingang nach. Jetzt geht's los, ich bin schon ganz kribbelig. Dann wollen wir doch mal, oder? Öffne eine Schatzkiste deiner Wahl. Wenn du gewinnst, erhältst du das Doppelte deines Einsatzes. Ja, das ist clearly hier. Herzlichen Glückwunsch! Du hast 20 Rubine gewonnen! Ich würde es nicht tun, aber möchtest du deinen Gewinn nochmal einsetzen? Nee. Da hast du vollkommen recht. Der Mensch sollte vernünftig bleiben. Ich werde dir deinen Gewinn auszahlen. Warte bitte im Empfangsraum. Herzlichen Glückwunsch! Das ist dein Gewinn! Aber das war Zufall. Und Glücksspielgewinne sind unendliche Gewinne. Komm lieber nicht mehr hierher. Freunde, Glücksspiel ist wirklich nicht gut. Das möchte ich hier nochmal einmal ganz wichtig betonen. Okay, sie ist definitiv keine Katzenbesitzerin, würde ich behaupten. Ah, liebe Mutter, ich bin im Haus nebenan. So, und hier sieht man schon das Buch. Nanu, oh, sieh doch, Thomas. Das Buch liegt oben auf dem Bücherregal, aber wie kommen wir da nur ran? Von hier aus ist es unerreichbar und eine Leiter gibt es auch nicht. Es liegt auch so weit hinten, dass es nichts nützt, am Regal zu rütteln. Was sollen wir nur tun? So, da müssen wir auf jeden Fall als Minish reindüsen. Man sieht schon, dass man oben über den Schornstein gehen muss. Dementsprechend ist es eigentlich recht simpel, was wir zu tun haben. Wasser haben wir sogar dabei. Wow. Das ist ja fast so, als wäre ich vorbereitet. Not bad. Hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich sowas von hin. Das will ich haben. Der Pfeilköchter kostet 600 Rubine. Das ist ja ein Drittel von einer Mietkaution in Köln. Jetzt kannst du mehr Pfeile tragen. Danke, dass du so viele Rubine ausgegeben hast. Ja, ich glaube, dass dir das gefällt. Jetzt haben wir 50 Pfeile. Das ist schon geil. Da hinten ist noch eine Flasche. I want it. Ein Bumerang, das macht 300 Rubine. Ich habe gerade 900 Rubine ausgegeben. Das tut weh. Wie kommt man denn hier oben hin? Wahrscheinlich, indem man das rüberschiebt, nicht wahr? Weil da rechts das Loch, was da rausgeht, das hat damit nichts zu tun. Nun gut. Was ist denn, wenn wir mit ihr einmal sprechen? Wie, das Buch aus der Bücherei Bilderlexikon der Tierwelt? Ja, das habe ich ausgeliehen. Bist du extra deswegen hier? Das ist aber nett. Kannst du es für mich aus meinem Haus holen? Ich kann hier jetzt nicht weg. Machst du gerade mit dem rum? Das ist ja eklig. So, wir müssen erstmal hier... Wir können ihn ja auch nochmal einmal befragen. Der König benimmt sich merkwürdig, aber unsere Liebe stört das nicht. Ja, vielleicht sollte es das aber. Ihr solltet euch nicht lieben. Hört auf damit. So, wir rennen über die Dächer. Oh, die Katze dort starrt uns an. Die hat sicher nichts Gutes im Sinne. Ja, da sollte man ein bisschen aufpassen, weil die haut zu. Das war ein Schreck. Wenn man klein ist, sind die Gefahren groß. Das stimmt. Und... Da haben wir das Buch auch schon. Moin. Wow. Wow. Gottes Willen. Die Gefahren eines Minish. Gut. Natürlich werden wir ihr das Buch nicht direkt zurückbringen, weil warum sollte sie das Buch direkt zurückkriegen? Wir können das auch einfach direkt zur Bücherei bringen. Obwohl wir sprechen mal einmal kurz mit ihr. Okay, sie hat auch keinen weiteren Dialog. Okay. Es hätte ja sein können, dass sie jetzt noch einen Dialog hat, weil wir das Buch jetzt eingesammelt haben, dass sie sowas sagt wie: Okay, könntest du das Buch auch für mich in die Bücherei bringen? Aber das sagt sie nicht. Okay. Damit haben wir das erste Buch abgeholt. Dieses Bilderlexikon der Tierwelt war schon ewig ausgeliehen. Ja, Thomas, du hast es mir zurückgebracht. Danke, das ist eine große Hilfe. Du bist wirklich sehr nett. Das ist das erste von einigen Büchern. Als nächstes wäre da das Buch, genau, die Legende der Minish, ist auch schon lange überfällig. Das hat ein Forscher, der etwas zerstreut wirkt und er wohnt in der Nähe der Mühle am Bach. In der Nähe der Mühle am Bach. Es wird auf jeden Fall dann hier unten sein. Au, au.
Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal kurz hinüberschreiten. Ich weiß nur, dass ich damals diese Quest... Also die ist ziemlich cool, dass man halt so verschieden überall hinlaufen muss. So ein bisschen rätselhaft ja auch. Aber ich weiß, dass ich diese Aufgabe damals sehr verflucht habe, weil man will einfach unbedingt in den nächsten Tempel, um das nächste Element zu erhalten. Und man muss hier so viel rumgurken. Denkt sich so, ui, wo ist das denn? So, ich weiß gar nicht, ob wir hier jetzt schon was so machen können. Nee. Ich glaube, wir müssen jetzt bei ihm klopfen und nach dem Buch dann fragen. Weil vorher hat er immer gesagt, nee, nee, ich habe keine Zeit. Und wenn wir jetzt sagen, Kollege, dein Buch ist aber extrem überfällig, dann sagt er, ach, scheiße. Was ist? Hm? Das Buch von der Bücherei? Oh, pardon. Nun gut, komm doch herein. Danke sehr. Du liest ja immer noch da drin. Ich bin Blüm, der Minish-Forscher. Du meinst die Legende der Minish aus der Bücherei. Ich habe das Buch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Sind vielleicht Mäuse in meinem Haus? Es muss hier irgendwo sein. Vielleicht kannst du es für mich finden. Ich muss weiter forschen. Ja. Oh, ich glaube, das war doof. Aber können wir als kleiner Minish das Regal verschieben? Never ever. Es kann sein, dass wir jetzt sogar erst gleich ein Item finden müssen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber, nun gut. Wir werden erstmal kurz, upsala, hier wieder rausgehen. Es war nonetheless auf jeden Fall schon mal richtig, das Feuer hier auszumachen, weil da müssen wir gleich auch durch. Moin. Kennst du den geheimen Spruch, der zum Schatz führen soll? So nämlich. Erinnert ihr euch daran, dass ich im letzten Part gesagt habe, dass ich glaube, dass man da bei diesem Fluss die Flossen bekommt? Das war kompletter Humbug. Das stimmt gar nicht. Dieses Haus gefällt mir sehr. Der beste Ort in der ganzen Menschenstadt. Hier will ich mich für immer niederlassen. Wie süß. Oh Gott, die passen aber gut zusammen. Da musste ich gleich niesen. Der Stadtminisch. So, was passiert mit diesen tollen Fragen? Oh, da waren wir tatsächlich schon. Was gibt es hier? Oh. Okay. Das passt wunderbar, definitiv. So. Wir können jetzt nämlich hier entlang laufen. Moin. Du willst unbedingt hier durch? Dann wünsche ich dir viel Glück. Weil? Pass auf dich auf. Ja. Weil wisst ihr, warum wir auf uns aufpassen sollen? Guck mal, was da auf uns wartet. Oh weia. Da dürfen wir jetzt durch. Oh, ich schaff's nicht. Ich komm nicht vorwärts. Oh. Oh Gott, das war knapp. Aber da haben wir es reingeschafft. Wer hätte gedacht, dass hinter dem Stadtbrunnen ein solcher Ort existiert? Dann wollen wir beide uns doch gleich mal diesen Schatz der Minish holen. So ist es. Denn der Schatz der Minish ist tatsächlich nicht die Flossen, sondern, ihr könnt es euch fast denken, weil das das Item ist, was wir jetzt gerade benötigen, ein Kraftarmband für den kleinen Link. Was musste man hier machen? Ich würde sagen, wir müssen uns da hochschleudern. Bin mir aber auch nicht sicher. Sieht aber gut aus. Oh Gott. Oh Gott, no! Ja, jetzt dürfen wir übrigens wieder anfangen, dass jeder Rubin Gold wert ist. Weil wir mal eben unser ganzes Geld auf den Kopf gehauen haben. Kraftarmband erhalten, kleiner Mann, große Kraft. Und glücklicherweise, in God's name, ist es hier so in diesem Spiel, dass man das Kraftarmband nicht ausrüsten muss. Das ist schön. Weil es gibt tatsächlich Zelda-Teile, man mag es kaum glauben, ich weiß nicht, wie viele Zelda-Teile ihr so gespielt habt, aber es gibt Zelda-Teile, in denen musste man jedes Mal das Kraftarmband ausrüsten, wenn man es benutzen wollte. Beispielsweise in Link's Awakening DX war es, glaube ich, noch so. Ich weiß gar nicht, ob die das in dem Switch-Teil damals dann noch geändert hatten, dass sie das da schon in Anführungszeichen gefixt haben und man das nicht mehr tun musste. Ich habe den letztens erst noch gespielt, also
Schon wieder vergessen. Aber schaut mal, wie wir jetzt hier alles verschieben können. Damn, wir sind super stark. Okay. Aber das Buch hat sich hier oben hin verirrt. Schaut doch mal. Zum einen können wir jetzt aber erstmal ein bisschen quatschen. So, ich verstehe. Die Bücher der Menschen sind interessant. Blöm, der unten wohnt, ist sehr wählerisch, was Bücher angeht. Hier ist es staubig. Wir müssen mal sauber machen. Ja, das ist wohl wahr. Hier sieht es wirklich sehr staubig aus. Und hier haben wir auch schon das Büchlein. Oh, ha, so. Puh, ich will das Buch nach unten schützen, aber allein oder zu zweit. Mein Bruder ist so in sein Buch vertieft, der hilft mir auch nicht. Und das soll ein kleiner Hinweis darauf sein, dass man eben nicht zu zweit ausreicht dafür. Oh Gott, natürlich dürfen wir den Riesenweg wählen. Weil es war ebenfalls ein Hinweis, dass wir hier mal aufräumen sollen. Denn hier finden wir ein kleines, wie nennt man die eigentlich richtig? Dimensionsfeld? Multiplikationsfeld? Man weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall das jetzt hier und können. Das war nicht der Plan. Wir sind so gut rübergelaufen. Nichts ist schiefgegangen und dann falle ich runter. Ah, super. Naja. Okay. Auf ein neues. Oh, ich freue mich schon. Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, konnte man später irgendwann mal was erlernen, dass man schneller sich, vermehren kann. Klingt auch ein bisschen sassy, aber nun gut. So, wir werden erstmal wieder groß, damit wir das Buch einstecken können. Ich frage mich, wie sie das eigentlich machen. Ich meine, die Minish werden ja kleiner, wie man hier sieht. Wie, was machen die mit all ihren Items? Also alleine das Buch, das muss dann ja schrumpfen. Aber wie passen die ganzen Buchstaben dann immer noch auf die Seiten? Weil die Seiten vermehren sich doch nicht und wie... Die Legende der Minish. Wir haben sie gefunden. Große Klasse. Nun gut. Einmal müssen wir uns jetzt nicht unbedingt kleiner machen, weil wir können wieder diesen Weg wählen. Ich bin mir immer noch nicht ganz genau sicher, ob das wirklich schneller oder langsamer ist. Ich würde fast behaupten, mit dem ganzen Groß und Kleiner machen und dass wir sowieso hier oben hin müssen, dass das hier schneller ist. So, weiter geht's. Hallöchen. Ach, das Buch kenne ich doch. Die Legende der Minish. Lange überfällig. Hast du es mir etwa zurückgebracht? Thomas, juhubel. So, und ihr seht, ein Buch passt da noch neben. Zuletzt wäre da noch alles über Masken. Grüße gehen raus an Maski. Bürgermeister Hager hat es ausgeliehen. Es geht doch nicht, dass der wichtigste Mann der Stadt das Buch nicht zurückgibt. Bürgermeister Hager. Wo ist denn der Bürgermeister? Das ist die Schule. Nicht der Bürgermeister. Hi. Ja, ich bin Hager, Bürgermeister dieser Stadt. Wie bitte? Alles über Masken, das soll ich ausgeliehen haben. Kann sein, dass ich es ausgeliehen habe, vielleicht auch nicht. Nun gut, dann schmeißen wir mal alle deine Masken runter. Du bist auch ein bisschen selber schuld, möchte ich dir mal kurz sagen. So. Seelenruhig bleibt er weiter auf seinem kleinen Stühlchen sitzen. Denn wir dürfen noch einmal in den Dachstuhl gehen. Wie viele Herzen wir eigentlich schon haben, ne? Der Bürgermeister ging neulich mit einem Buch unter dem Arm zum Haus am See. Der Weg zum Haus am See ist jetzt wegen des Erdbebens versperrt. Als er zurückkam, hatte er das Buch nicht mehr dabei. Wahrscheinlich hat er es im Haus am See liegen lassen. Der Bürgermeister ist oft unachtsam. Du willst zum Haus am See gehen? Ich zeichne es für dich auf deiner Karte ein. Und da waren wir tatsächlich schon. Dementsprechend, ich hätte mich sogar eigentlich daran erinnern können, dass wir jetzt dahin müssen. Weil das nicht allzu lange her war, dass wir schon dort waren. Und da hatten wir ja schon die Notiz gefunden. Und jetzt ist wie auf magische Art und Weise plötzlich da auch das Buch aufgetaucht. Das lag natürlich sonst auch die ganze Zeit schon da. Lag das da schon? Nee, ne? Ich bin am Überlegen. Also ich wollte gerade erst nur einen Witz machen, aber ich glaube, das lag da wirklich nicht. If I remember correctly. So, wir gehen mal hier durch. Hätten uns jetzt auch zum See teleportieren können. Hätte auch funktioniert. Ich merke gerade, dass das hier sowieso ein ziemlich blöder Weg... Ne, es geht. Es geht, es geht. Weil hier müssen wir ja tatsächlich lang. Glaube ich. Hier müssen wir nicht lang. Supi! Ach stimmt, wir müssen doch jetzt unten zur Hexe. Weil da ging doch der Weg dran vorbei.
2. Oh, und ich habe immer noch nicht diesen Weg hier geöffnet. Das heißt, wir dürfen nochmal darüber rasen. Das heißt, wir dürfen nochmal einmal hier den Flug nehmen. Oh, man kann sich hier klein machen. Ist aber, glaube ich, erstmal nicht weiter relevant. Seht ihr, wie es jetzt schon wieder anfängt, dass man... Das liebe ich halt irgendwie eigentlich so an Zelda. Man hört nie auf, irgendwo noch weiter zu erkunden. Jedes Mal denkt man sich so, oh, guck mal, wir könnten den Baum jetzt hier eintreten, damit wir uns da kleiner machen können. Was da wohl auf uns wartet? Ja, aber da wartet erstmal gerade gar nichts auf uns, denn wir wollen hier vorankommen. Hyliasee. Ging es hier unten im Tiloria-Wald weiter oder war das oben? Ich meine, dass man sich hier durchbuddeln musste. Oder? I think so. Oder waren hier nur die... Man kam auf jeden Fall dann hier hoch. Genau hier wollte ich doch hin. Traum. So. Und hier seht ihr, dass hier oben jetzt das Buch auf uns wartet. Und man sieht auch, dass man links dafür den Schrank verschieben muss, was wir ja vorher auch noch nicht konnten. Und alles, was wir jetzt tun müssen, können wir. Und dementsprechend haben wir es hier geschafft. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, die Schmeißfliegen sind schon wieder hier. Ne, die gibt es nur auf dem Rückweg. Also keine Sorge, Freunde. Auf dem Weg zum Strand hin gibt es nie Fliegen. Auf dem Weg zurück, sehr viel schlimmer. Wlupp. So, aber wenn wir das jetzt hier nach rechts verschieben, eröffnet sich hier uns auch schon ein kleiner Weg. Und damit haben wir das letzte Buch, um dann mit Lexstar zu sprechen, um dann nochmal kurz zu ertrinken, um dann Zutritt gewährt zu bekommen, beziehungsweise zu wissen, wie man in den nächsten Tempel reinkommt. Es ist ja tatsächlich so. Gibt's ja gar nicht. Auf dem Rückweg warten hier die blöden Fliegen auf einen. Ich glaube es nicht. So, glücklicherweise können wir uns dann gleich auch direkt zurückporten mit der Ocarina und müssen nicht den ganzen Weg wieder latschen. Da ist es. Alles über Masken. Traumhaft. Guckt euch übrigens mal das kleine Detail an, dass hier selbst Masken hier in dem Schrank liegen. Finde ich ziemlich cool. Gefällt mir. Wunderschön. Das finde ich sowieso bei Zelda immer so schön, dass man, wenn man ganz genau schaut, an so vielen Orten irgendwie so kleine Hinweise oder kleine Auffälligkeiten findet, kleine Referenzen, das ist immer sehr, sehr süß. So. Ah, da ist ja das Buch. Alles über Masken, lange überfällig. Der Bürgermeister... Oh, ich habe zu schnell gedrückt. War es nicht sehr schwierig, das Buch zurückzubekommen? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Danke, Thomas. Nun gut, du warst eine große Hilfe. Dank deiner Hilfe sind alle ausgeliehenen Bücher wieder da. Du verdienst wahrlich tosenden Beifall. Jetzt können wir die Bücher im ersten Stock wieder ordentlich hinstellen. Vater Orko, würdest du dich bitte darum kümmern? Hier bin ich, ist schon so gut wie erledigt. Das Bücherregal ist wieder ordentlich, wunderbar. Sieh dich nur in Ruhe um. Vater Orko ist ja mal komplett crazy. Damn. Einfach durchgeflogen quasi. Gott, oh Gott. Okay. So, und damit können wir jetzt tatsächlich hier oben hin. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich dachte ehrlich gesagt, es dauert länger. Habt ihr eine neue Voiceline? Die Bücher sind wieder alle da. Das ist ja formidabel. Jetzt können wir wieder zu Lexstar gehen. Wie, du hast die Bücher wieder hergebracht? Danke. Als Zeichen meines Dankes schenke ich dir das hier. Man sollte öfter mit Menschen reden. Ist auch einfach mal so ein Fakt, den ihr mitnehmen könnt. Okay, sehr schön. Oh, das sieht fast aus, als ob man hier was in der richtigen Reihenfolge reindrücken muss. Hallöchen, mein Lieber. Oh, Besuch, eine seltene Ehre. Studios ist schon eine Weile weg und ich bin so einsam, oh je. Was führt dich zu mir? Oh, der Tempel des Tropfens. Du willst also dorthin gehen? Gut, ein selten mutiger Mensch. Stell dich zum Kleeblatt dort hinten. Immer mit der Ruhe, stell dich erstmal dahin. Hoho, öffne dich, Wunderklappe. Wunderklapp? Hoho, gut gefallen. Also ich bin gespannt, ob du es dir mit einem Trick gelingt, an das Werkzeug zu kommen.
das Werkzeug. Ah, aua, ich habe mir die Hüfte gestoßen. Oder das Knie? Es tut jedenfalls weh. Dieser Lexter ist mir ein Rätsel. Wie ist er denn in den Tempel des Tropfens hereingekommen? Die Lösung des Rätsels liegt vor uns. Lass uns hineingehen. So. Gut, das ist jetzt ja erstmal noch nicht so schwer. Jupp. Alles noch sehr machbar. Okay. Denn hier bekommen wir jetzt gleich eins der wichtigsten Items. Oh Gott. Und ich dachte, man kommt anders daran, aber... Hier erhalten wir jetzt, ihr könnt es euch schon an dem Environment quasi erklären, die Flossen. Drücke A, um zum Schwimmen, drücke B, zum Tauchen. Und wir können jetzt endlich schwimmen. Das wusste ich nicht, dass es da ist. Wir können jetzt endlich schwimmen. Und wenn das nicht absolut fabelhaft ist, dann weiß ich auch nicht. Hier können wir uns noch was aus der Truhe holen, aber hier ist schon ein kleiner Spoiler, was es im nächsten Tempel geben wird für ein Item. Ein Item, was wir tatsächlich an anderer Stelle auch schon mal gebraucht haben. Ich weiß nicht, ob es hier oben noch irgendwas gab. Nee, nix. Schade. Wir konnten quasi schon eine Occasion finden, wo wir das Item auch gut gebrauchen hätten können. Und wenn es Eis ist, kann man sich ja schon denken, es würde irgendwas mit Feuer zu tun haben. Sehr erschreckend. Und jetzt ist der Weg zum Tempel auch gar nicht mehr so schwer, weil das Wasser ist jetzt kein Problem mehr für uns. So, wir dürfen uns nochmal einmal vergrößern. Das machen wir hier oben direkt. Und können dann auch schon in den vierten Dungeon gehen. Ich freue mich sehr. Schön. Das heißt, wir haben heute in diesem Part auch noch den vierten Dungeon drin. Wir kommen wirklich sehr, sehr gut voran. Ich werde nach der Aufnahme mal wieder schauen, wie lange ich damals bei dem alten Let's Play gebraucht habe. Weil das finde ich ja immer sehr spannend zu schauen, wie lange ich damals gebraucht habe, wie ich jetzt so vorankomme. Das finde ich immer super spannend zu vergleichen. Besonders, weil ich gar nicht mehr weiß, ob ich damals mir vorher das Let's Play, das Spiel nochmal angeguckt hatte oder ob ich einfach Gas gegeben habe. Weiß ich noch nicht mal ganz genau. So, hier geht es noch nicht wirklich irgendwo hoch, weil wir können derzeitig nur an den Teilen hier hoch oder an so einem kleinen Steg. Damit kommen wir zum Beispiel auch hier unten an das Herzteil, damit haben wir schon 3 von 4. Das heißt nicht mehr viel, bald haben wir es geschafft. Hier gibt es noch einen Eingang. Aua. Ja, komm ran, trau dich. Aua. Ich dachte trau dich, aber nicht so. Wo geht's denn hier rein? Erstmal bekommen wir einen neuen Herzcontainer. Nice. Nehmen wir mit. Moin. Ich bin Maximilian, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja. Ich lehre dich nun die gefährliche Technik des Energiestrahls. Du musst weniger als ein Herz übrig haben. Schwinge dein Schwert mit letzter Kraft und es ist vollbracht. Das ist nämlich auch sehr interessant, weil hier ist es jetzt so, dass man nicht mit voller Lebensleiste so einen Schwungschlag macht, sondern wenn man nur noch ein halbes Herz hat. Das ist quasi so unsere allerletzte Chance noch zu gewinnen. Schriftrolle der Schwertkunst. Danke sehr. Große Klasse. Sehr praktisch in der Notlage, ja, das stimmt. Da ist man dann aber auch wirklich in der Notlage. Also wenn man weniger als ein Herz hat, dann geht es einem wirklich gar nicht gut. So, jetzt konnten wir auch endlich hier den Weg mal freiräumen. Das heißt, wenn wir nochmal hier runter wollen, ist das ja kein Problem mehr. Aber wir wollen zum Tempel. Und dieser Tempel ist auch sehr, sehr spannend. Weil es ist einer der ersten, also es ist der erste Tempel, wo man als Minish hineingeht. Tempel des Tropfens. Eine eisige Kälte ist das. Wenn wir das Element nicht schnell finden, werden wir auch zu Eis. Beeil dich, Thomas. Und ich weiß noch ziemlich sicher,
Halt, der Boden ist aus Eis. Pass auf, dass du nicht hinfällst und auf mich fällst, Thomas. Ich weiß noch ziemlich sicher, dass ich damals als kleiner Bub an der Stelle hier sehr große Angst hatte, weil am Anfang gesagt wurde, wir sollen schnell machen, sonst erfrieren wir hier. Und ich habe das wörtlich genommen. Ich dachte halt wirklich, wir gehen hops. Ich dachte, wir frieren langsam ein. Ich hatte so Angst. Oh, hier sieht man auch eine sehr schöne Mechanik, die man im Tempel später noch sehen wird. Hier oben sieht man ja einen Lichtstrahl von oben kommen. Wie man sich denken kann, Lichtstrahlen sind sehr warm. Und dort kann man eine Klappe öffnen. Und direkt unter der Klappe ist Eis. Ah, man fragt sich, was das zu bedeuten hat. Erstmal legen wir den Schalter um, damit sich dieses tolle Lichtchen nach unten projiziert. Oh, das ist ja Tageslicht. Wie schön warm das Licht ist. Da geht es einem gleich viel besser. Und das finde ich auch irgendwie so cool, dass... Also wie Ezzelo einem eigentlich die Lösung sagt und sagt, oh, das ist ja so warm. Da ist doch etwas im Eis eingeschlossen. Hey Thomas, sieh doch. Und hier jetzt auch, dass hier was eingeschlossen ist, aber nicht direkt sagt, schieb das doch da rein. Sondern halt so versteckt sagt, es ist warm, das ist kalt, was könntest du tun? Ach, das ist... Ach. So diesen inneren Spieltrieb auszulösen mit solchen Sätzen, das finde ich immer sehr, sehr cool. Nun, gut. Wir lassen die hier erstmal ein bisschen rumfliegen und gehen hier direkt weiter. Oh, wo wir direkt nach unten fallen dürfen. Hallo, nicht so schnell bitte. Danke. Und natürlich, wie man es nicht anders gewohnt wäre, im Eis, haben wir hier jetzt ein Schieberätsel. Und ich überlege gerade, ich bin mir ziemlich sicher, dass man... Ich habe, glaube ich, schon verkackt. Nee, ich habe noch nicht verkackt. Zip. 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 Haben wir hier jetzt einen gegen... Ja, dann haben wir es geschafft. Perfekt. Ich weiß übrigens nicht, wie oft ich bei solchen Schieberätseln schon gesagt habe, ah, perfekt, wir haben es geschafft. Und es dann noch geschafft habe, es nicht richtig zu machen. Das ist tatsächlich zu häufig schon passiert. Wupp. Und dann kommen wir tatsächlich schon an den Monsterschlüssel. Das ging verflucht schnell. Großer Schlüssel erhalten. Wow. Und das wollen wir zuschieben, damit wir jetzt oben gleich auch rüberlaufen können. Und dann dürfen wir schon tatsächlich in den Bossraum gehen. Vermeintlich. Aber da wollen wir doch mal hin und uns das genauer anschauen, was da auf uns wartet. Ging jetzt ja doch sehr flott, ein sehr kurzer Tempel, wenn man sich das mal so anschaut. Gruselig, dass das so schnell geht. Nun gut, schauen wir mal. Also, großer Schlüssel. So, wo ist denn der Bohr? Hahaha. Ja, so etwas. Thomas, wir haben das Element gefunden. Aber leider ist es von dickem Eis umschlossen. So kommen wir nicht ran. Vielleicht kann man das Eis irgendwie schmelzen? Und hier sieht man auch schon den nächsten Boss. Auf einen warten. Ein riesiger, wie hießen die noch? Octorons, glaube ich. Auf jeden Fall sehr gruselig, so viel ist sicher. Und eigentlich hat sich jetzt durch die große Tür also nicht direkt der Bossbereich geöffnet, sondern vielmehr der eigentliche Tempel, wenn man so mag. Hier kriegen wir erstmal den Kompass. Die Karte bekommen wir als erstes, die Karte. An der Stelle möchte ich übrigens auch nochmal, Grüße gehen raus an Kniffel, möchte ich nochmal sagen, dass ich ja immer weiterhin ein wenig gegen den Kompass hate. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist tiefsitzendes Trauma. Ich hatte das auch in dem Kommentar geschrieben, weil damals als Kind wollte ich einfach dauerhaft coole Items bekommen. Ich wollte einfach immer neue Items bekommen, irgendwas Cooles. Und wenn man dann so einen Kompass bekommt, dann denkt man sich halt so, ach komm schon, ich wollte ein Item. Ja, und ich glaube, deswegen mag ich den Kompass nicht so. Obwohl der Kompass faktisch wirklich sehr, sehr gut ist. Weil, ich meine, der Kompass zeigt einem genau an, wo man irgendwie Items finden kann, wo man eventuell noch was übersehen hat, welcher Raum noch nicht komplett geklärt ist. Also genau das, was ein Completionist eigentlich sehen möchte oder jemand, der halt alles sammeln möchte. Dementsprechend eigentlich supi, mochte ich aber irgendwie nie. Aus genannten Gründen. So, upa, rapa. Was haben wir hier stehen? Der Wegweiser ist auf dem Boden des Krugs verborgen.
Der Wegweiser ist auf dem Boden des Krugs verborgen. Was soll denn das jetzt heißen, Mann? Ah, ich glaube, ich weiß, was das heißen soll. Ah ja, der kleine Schlüssel. Wunderbar. Der Wegweiser. Die sagen zu einem Schlüssel, der Wegweiser. Interessant. Weiß nicht, ob ich das Vokabular dafür verwenden würde, aber hey. You go, dude, you go. So. Glücklicherweise können wir direkt hier hochkraxeln. Dafür brauchen wir noch nicht mal die Handschuhe. Interessant. Obwohl. Brauchten wir die Handschuhe jemals oder konnten wir direkt klettern? Handschuhe brauchten wir nicht. Doch, Handschuhe brauchten wir. Nein. Aua. Gleich zweimal geauert. So. Und jetzt dürfen wir jetzt nämlich nach unten mit dem Blättchen. Das heißt, auch wenn ich jetzt gerade durch das Tauchen richtig schön, also wirklich richtig schön, den komischen Fliegen da ausweichen durfte, ja, muss ich mich den jetzt doch stellen. Ich kann leider den nicht weiter entkommen. Ducke, ducke, ducke. Moin. Obwohl, einer können wir eventuell dann kommen. Nein, können wir nicht. Sehr schön. Und mit dem ganzen Geschose hier, nicht nur mit uns, ganz alleine, sondern mit Blatt, fallen wir hinunter. Cartoon-mäßig kommt es hintereinander runter. Genau, hier kann man jetzt entweder es wie ich mache und gar nicht runtergehen, oder... diesmal habe ich es doch gemacht. Eigentlich bin ich so die Person, die immer oben drauf bleibt und sich von dem Ding einfach runterhauen lässt. Hier gibt es übrigens gleich auch eine sehr lustige Stelle, weil von oben vom Himmel gleich einfach Schnecken runtergefallen kommen. Sieht... Danke sehr. Sieht sehr lustig aus. So, gehen wir zuerst nach oben. Versuchen wir es nochmal hier. Oh, weia. Was erwartet uns hier denn? Okay, also hier geht's auf... Wow. Das war wirklich sehr rutschig. Nicht schon wieder. Hier oben haben wir eine Truhe. Da haben wir ein Schiebauer. Schieberätsel. Aha, aha. Ich glaube, ich möchte dann aber doch zuerst die anderen Räume mir anschauen. Okay, hier geht's gar nicht erst weiter. Da rechts gab's entweder den Kompass oder das Item. Guck mal, das wäre jetzt so ein Moment, wo ich... Wenn ich den Kompass bekommen würde, wäre ich traurig. Und da kommt dann der Hass her. Weil eigentlich will ich das Item des Dungeons haben und dann finde ich da den blöden Kompass. Oh, einer meiner Lieblingsgegner. Ich mag den so gerne. Den gab's ja auch schon direkt im... Ich mag ihn nicht mehr! Der ist ja voll gemein! Muss man aber auch zugeben, der ist tatsächlich auf Eis sowieso sehr viel schwieriger. So ein bisschen Starlight von Eis? Wie hieß das? Oh. Aber wir haben es geschafft. Starlight Express. So hieß es. Gottes Willen. Bekommen wir hier jetzt den wunderschönen Kompass oder das Item? Perfekt! Traumhaft! So. Brauche ich noch eine Explanation, warum ich das doof finde? Ich glaube nicht. Man musste hier sogar einen dicken Gegner besiegen, eine fette Raupe. Und dafür bekommen wir als Dank den Kompass. Ja, natürlich ist der Kompass toll, klar. Aber ich hätte auch gerne das Item bekommen. Natürlich wäre das alles dadurch auch viel einfacher hier geworden. Und man hätte gar nicht sich den ganzen Spaß hier schenken können, weil die Truhe hätte man sich direkt aufmachen können. Aber. So, wir wollen einmal hier rüber. Und wir möchten gerne das hier. Bitte komm mir einfach nicht in die Quere. Ich töte dich nicht, wenn du mir nicht in die Quere kommst. Guck mal, dann darfst du einfach auch weiter hier rumrasen, wie so ein wild gewordenes Bobbycar. Und... Fupp! Denn da muss tatsächlich was drauf stehen bleiben. Eine Druckplatte, wie man sie aus Minecraft gewohnt sein könnte. Okay. Gehen wir erstmal kurz nach links. Das bringt uns noch nicht viel.
Aber ihr seht, wie viele Wege wir jetzt gleich nochmal ablaufen dürfen. Um auch wirklich alle Items abzuholen, die es hier noch so gibt. Aua. Danke sehr. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Und wir können hier rüber. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das hier dunkel? Thomas, wo bist du? Bist du noch da? Bei dieser Finsternis sieht man die Hand vor Augen nicht mehr. Das war ein bisschen gruselig. Deswegen muss man hier auch sehr aufpassen. Perfectly timed sentences. Deswegen muss man hier sehr aufpassen, hä? Huh? Ja. Oh wei. Komm, Schleuder. Oh, doch nicht ihr beide gleichzeitig. Ja, so ist okay. Aber jetzt bekommen wir das Item. Ich habe nichts gesagt. Schade. Ich hätte mich gefreut, aber ist okay, wenn nicht. Oh, hier können wir leider nicht alleine schieben. Das ist eine Tat, die muss man zu zweit vollbringen. Und glücklicherweise sind wir ja nicht nur alleine, sondern haben unseren Kompagnon dabei. Fupp! Oh! Eine Hälfte hat sich geöffnet. Oh boy. Das bedeutet, so viel wie links gibt es noch eine Hälfte. Tageslicht! Wenn wir die andere Seite auch öffnen, können wir das Eis, das das Element umschließt, wegschmelzen. Das stimmt. Auch wenn es ein bisschen gruselig ist, was dann auf uns wartet, aber... Das sind Probleme, die wollen wir meistern, wenn es soweit ist, nicht wahr? Genau. Da wollen wir jetzt noch gar nicht drüber nachdenken. Das sind Probleme für Zukunfts-Thomas. Okay, hier haben wir noch eine Trü... Ein Glücksfragment, danke. Voll nett, Mann. Oh Gott. Eine Schlitterpartie hier. Geil! Ist aber echt ganz schön flott hier. Flotti Karotti. Das ist auch immer noch einer der wildesten Mandela-Effekte. Es gibt einfach Lotti Karotti und Flotti Karotti. Falls ihr diese, falls euch diese Geschichte bekannt vorkommt, dann hört ihr eventuell den absoluten Kult-Podcast Endlich Freitag. Falls nicht, ich empfehle ihn euch sehr. Der Podcast von Pasi und mir, wo wir über Gott und die Welt reden. Und zum Beispiel auch, dass er damals Flotti Karotti hatte und ich Lotti Karotti. Es gibt einfach zwei verschiedene Versionen. Kann man sich das vorstellen? Mich hat's schockiert, dass es die wirklich beide gab. So, hier brauchen wir einen Schlüssel, um weiter voranzuschreiten. Hier dürfen wir gleich nochmal Licht erscheinen lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nachdem wir erstmal noch eine weitere Etage nach unten gehen, können wir eigentlich auch direkt springen. Wupp. Weil, das ist jetzt ein bisschen umständlich, hier müssen wir erst zumachen, um dann oben aufzumachen, um dann hier wieder aufzumachen. Natürlich. Oh ja. So. Oben wird aufgemacht. Sehr gut. Jetzt wird unten noch aufgemacht. Was muss ich heute viel niesen? Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, das blasen nicht eure Ohren weg. Arme Headphone-Zuschauer. So. Und hier sollte bestenfalls ein Schlüssel drin sein. Traumhaft. Als würde der Dungeon Sinn ergeben. Stellt euch das vor. Der Dungeon funktioniert. Irre. Wow. So, ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt nochmal den ganzen Quatsch hier zu- und aufmachen? Ein Glück nicht. Stellt euch vor, die hätten das hier nochmal so oben so schmal gemacht, dass man den auch zumachen muss. Katastrophe. Hier bekommen wir jetzt aber das nächste Item. Jawoll, denn hier sollen wir nochmal einmal einen... Ich möchte ihn nicht Freund nennen. Wir dürfen einen alten Bekannten wiedersehen. Diesmal in einer schönen, hellblauen Cyanfarbe. Nicht in einem grässlichen Grün, wie wir es gesehen haben. Passend zum Eistempel quasi, zum Tempel des Tropfens. Kommt der Tropfenmann runter. Und er ist sogar elektrisiert. Oh boy, das habe ich komplett vergessen. Yay! Sehr schön.
Gut, so. Einmal. Und das zweite Mal haben wir ihn gekriegt. Sehr gut. Hier muss man übrigens wirklich sehr aufpassen, weil manchmal zuckt er so zur Seite und plötzlich macht er Wumms. Und liegt auf einen drauf. Seht ihr das? So, fast haben wir es geschafft. Jetzt springt er nochmal ein bisschen wild durch die Gegend. Boom. Boom. Okay, ich gebe offen zu, so oft habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass er springt. Hä? Entschuldigung. Boah! So, und das sollte dann jetzt auch das letzte Mal gewesen sein. Yes! Da haben wir ihn schon besiegt. Und bekommen endlich, endlich das Item vom Tempel des Tropfens. Und jetzt kann ich auch, muss ich nicht länger ein Geheimnis draus machen. Natürlich ist es eine Lampe. Sehr praktisch, einfach mit dem Knopf an- und ausschalten. Gott, oh Gott, oh Gott, mich ereilt gerade alles, was man in der Aufnahme nicht haben möchte. Plötzlich ist die Stimme weg, plötzlich ein Frosch im Hals. Was ist denn hier los? Wirklich. Ich dürfte niemals Live-Musiker sein, das würde ja komplett nach hinten losgehen. So. Hier haben wir jetzt noch ein paar Wege, die wir eröffnen können. Es gab ja links auch noch ein paar Truhen, die wir jetzt natürlich auch öffnen können. Solche Räume sind jetzt auch nicht mehr wirklich dunkel. Ich wünschte, man könnte die einfach anzünden. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Klingt ein bisschen gemein. Tut mir leid, aber ich meine das genauso. Ich finde, die sollte man anzünden können. Sehr schön. Damit haben wir das auch hinter uns gebracht. Juppie! Hier haben wir trotzdem ein kleines Labyrinth. Und auch wenn wir ein bisschen was sehen. Man sieht leider nicht alles. Oh. Da wartet eine Truhe auf uns. Die nehmen wir natürlich mit. Von zwei Seiten! Wie gemein darf es sein? Spiel dachte sich, ja, ein rotes Glücksfragment. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit, weil irgendwie kommt es mir so vor, als ob die roten tatsächlich seltener sind. Mag kompletter Hokuspokus sein, und das ist gar nicht so, aber es kommt mir auf jeden Fall so vor. Hier dürfen wir nochmal einmal kurz bombardieren. Das lassen wir nicht zweimal sagen. Was gibt's hier Schönes? Oh, Gottes Willen! Ich habe gefragt, was gibt's hier Schönes? Nicht willkommen in der Hölle. Was darf ich hier zu trinken bringen? Heißes Öl oder eine Abelschorle? Wir bekommen dafür aber auch tatsächlich einen kleinen Schlüssel. Also da muss man sogar wirklich lang gehen. Kein optionaler Weg, sondern ein Weg, der necessary ist. Nein. Hier nochmal einmal hoch. Noch ein Glücksfragment mitnehmen. Dann das hier anzünden, damit wir da weiter können. Oben ist nochmal eine Truhe mit sehr wahrscheinlich wieder einem Glücksfragment. Was wir aber sehr gerne annehmen. Flup, flup, flup. Wieder ein rotes Glücksfragment. Wie gesagt, nehmen wir sehr gerne an. Ich nehme auch gerne alle Herzen an, die es so gibt. Freue ich mich auch sehr drüber. Nun sind wir hier. Oh, die fand ich immer so ätzend, ne? Man kann doch nicht mal angreifen, wenn man feurigen Hintern hat. Ja, gut, dass ich gegen euch nicht kämpfen muss. Ganz schnell hier raus. Ich fand es bei Zelda immer ganz schlimm, wenn es irgendwelche solche Gegner gab. Auch diese Blitzdinger, die so an der Wand sind. Und an der Wand entlang gehen. Oh, ganz schlimm. Die waren, glaube ich, mit meinem Albtraum in A Link to the Past. Gott, waren die schlimm. Kam ich nie wirklich mit klar. Aber guck mal, seht ihr, wie schnell man hier ein Item bekommt, womit man halt Licht machen kann? Wie schnell dann das Game auch einfach sagt, ja, Kollege, du machst jetzt auch nur noch alles mit Licht. Aber ausschließlich. Wir machen jetzt jeden Raum arschdunkel. Nur für dich. Viel Spaß, Kollege. So, wenn wir schnell genug sind. Ah, ne, das muss nach unten.
trotzdem. Es bleibt bestehen, wenn wir schnell genug sind. Können wir das hier noch mit nach unten schieben. Weil jetzt müssen wir nur noch mal einmal hier den machen. Das nach rechts schieben und dann kommen wir hier auch schon durch. Zip. Traumhaft. Oh weia. Och, das war die Geschichte. Man musste sich die Teile aus dem Weg schaffen. Weil... Man konnte hier nur zwei Dinger quasi auslösen. So, den konnten wir auslösen. Den hier können wir nämlich nicht so verschieben, dass wir den nochmal gebrauchen können. Müssen ihn aber nach vorne schieben, damit wir hier genug Platz haben. Um... Ich weiß gar nicht, ob es nur die äußersten sind. Nee, das kann schon mal nicht sein. Ist also ein äußerer und ein innerer. Okay, dann... Nein. Vielleicht fangen wir unten an. Weil es einfacher ist, dann hier oben hinzukommen. Oh. Das war ziemlich blöd, dass wir ihn unten hingestellt haben. Nein! Er war auf der Ecke. Ich werd komplett gaga. Oh, ätzend. Mann, rutsch doch nicht so viel, du Blödmensch. Ich meine, wir könnten auch den hier zum Beispiel nehmen. Haben wir halt trotzdem das Problem gleich, dass man... Oh, war ja. Also das Rätsel ist an sich eigentlich recht easy. Okay, wenn wir unten sind, dann geht's wirklich sehr viel einfacher. Man hat halt auch sehr wenig Zeit, ne? Das lag gerade wirklich an der Zeit. Der ist nicht an die Ecke gekommen, sondern die Zeit oben mit der Magie wurde knapp. Wow. Okay, hier sieht man ziemlich offensichtlich, wo der hingeschoben werden muss. Glücklicherweise. Das schafft selbst mein Primatenhirn. Aber dann schaffen wir tatsächlich in diesem Part noch den vierten Dungeon. Das ist richtig schön. Ich freue mich sehr. Wir kommen wirklich sehr gut voran, weil damit haben wir dann das dritte Element tatsächlich schon bekommen. Ein Element fehlt noch. Vier Elemente gab es ja insgesamt. Komm, mitnehmen. Wir sind zwar gerade eh voll im Köcher, aber... Muss man hier wirklich alle anmachen? Wie ich das Spiel einschätze, mit Sicherheit. Du. Gottes Willen. Obwohl es auch cool gewesen wäre, sich irgendwo ein Muster zu merken. Da oben ist doch safe was versteckt. Warum würde man hier oben so ein Ding machen, wenn hier nichts... Das haben die genau aus dem Grund gemacht. Nur für mich. Das haben die nur für mich dahin gebaut. Aus dem Grund, dass ich dahin gehe und mir denke, warum sollte da denn so ein Loch sein? Ja, deswegen. Um mich wieder zu verhohnepiepen. Um mich wieder zu verhohnepiepen. Das ist der einzige Grund. Ist das ein riesiger Pfeil, der nach oben zeigt? Manchmal kann man Zelda auch wirklich nur lieben, ne? Manchmal kann man Zelda wirklich nur lieben. Ein riesiger Pfeil, der nach oben zeigt. So, als wäre man einfach komplett stupid. Ja, ich glaube, du musst da oben gegenschieben. Also, da könnte eine Bombe platziert werden. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber da oben müsste eine Bombe hin. Weißt du, in einem anderen Raum muss man alles mit so einer kleinen Lampe irgendwie sich angucken. Aber bei dem sagt er, ja, Kollege, ach stimmt, man muss jetzt hier sogar das Duo besiegen. Glücklicherweise halten die nicht so viel aus. Nochmal auf die Nase gehauen. Boah! Nein! Oh, ich dachte, ich krieg den MLG-Duo-Kill hin. Hat leider nicht ganz hingehauen. Schade, 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 schade. Sehr gut. Auch diese Herausforderung geschafft. Und damit sind wir fast schon am Ende angelangt. Sehen noch mal einmal kurz vor uns. Ach, guck mal, hier sind die fallenden Schnecken, die ich meinte. Ich finde immer noch, die sehen sehr lustig aus. Jetzt sind wir auch schon oben angelangt. Wir haben unten schon gesehen, unten gibt es auf jeden Fall noch Truhen, die man sich abholen kann. Und die wollen wir uns jetzt natürlich gleich noch kurz schnappen. Das heißt, wir müssen gleich noch mal einmal kurz nach unten. Aber vorher wollen wir hier doch jetzt mal einmal
den nächsten Boss offenbaren. Das ist ja tatsächlich sehr spannend bei dem Dungeon, weil man die ganze Zeit den Boss vor Augen hat und weiß, was man wohl gleich bekämpfen muss. Ja. Weil Erzulo freut sich jetzt erstmal und denkt sich, juhu, das Element ist frei vom Eis. Ja, aber nicht nur das Element, das ist das Problem an der Stelle. Das Element ist frei. Toll. Holen wir uns doch mal das Element. Du hast es geschafft, Thomas. Nun können wir uns das Element nehmen. Puh, das war harte Arbeit. Nanu, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Kollege Schnürschuh. Na toll. Hat aber auch jetzt auch schon so ein bisschen gezeigt, was seine Mechanik gleich sein wird. Was soll das denn? Dieses Krakengespenst hat uns das Element weggeschnappt. Hey, steh nicht dumm rum, Thomas. Schnell, verfolg es. Na klar. Oh Gott. Ah. So, bevor wir das aber jetzt... Aua. Verfolgen, wollen wir uns noch einmal die letzten Truhen holen. Dafür müssen wir aber noch mal einmal nach oben. Oh Gott, ist ja doch noch ein ganz schöner Weg, ne? Mensch. Jetzt wünschte ich mir fast, dass ich gesagt hätte, wir holen die Truhen nicht. Aber hey, in den Truhen werden Glücksfragmente sein. Und diese Glücksfragmente... Zukunfts-Yannick, das weiß ich jetzt schon. Zukunfts-Yannick wird sich sehr freuen, dass ich diese wundervollen Glücksfragmentteile jetzt hole. Da bin ich mir sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich glücklich sein werde. Obwohl, ist der Weg jetzt rechts noch... Ah, guck mal. Er ist auf jeden Fall noch hier. Ja, wir fahren mal lieber mit dem rüber, weil ich weiß nicht... ob rechts der Weg jetzt offen ist oder ob man da tatsächlich das Seerosenblatt hier benötigt. Das sehen wir jetzt hier. Es wäre tatsächlich offen gewesen. Okay, man braucht nicht unbedingt das Seerosenblatt. Das ist natürlich ganz cool. Das ist ja voll nett. Gab's hier was? Hier konnte man, glaube ich, nur reinstöbern, ne? Genau. So. Zip, zip, zip. Anzünden. 100 mysteriöse Muscheln. Ich schwöre, wenn jetzt nicht bei dem anderen ein Glücksfragment drin ist, ne? Wenn ich das jetzt nur gemacht habe für Muscheln. Und jetzt muss ich hier auch nochmal mit dem Seerosenblatt drüber. Ich werd bescheuert. Ich hoffe, das ist jetzt hier noch. War da oben eigentlich noch die Truhe oder hatte ich mir die schon geschnappt? Hier ist er noch. Großer Rubin. Der ist immer gut. Geld gebrauchen kann man immer. Das sage ich auch immer meinen Verwandten, wenn ich Geburtstag habe. Geld geht immer. Geld geht gar kein Problem. Ne, ihr braucht mir nicht irgendwelche ekligen Pralinen schenken. Das ist, danke. Geld reicht. Voll lieb. Ja. Aber hier muss jetzt ja irgendwas drin. Stellt euch vor, hier wäre ein Herzteil drin. Stellt euch vor, da hätten die jetzt einfach ein Herzteil drin versteckt. Das wäre krass. Werden sie nicht gemacht haben? Wäre aber krass. Ein Glücksfragment. Hey. Wenigstens das haben wir. Wenigstens das haben wir bekommen. So, jetzt bin ich natürlich kurz am Überlegen, was jetzt so der schnellste Weg ist. Wurde ich gerade mit... Warum sieht das aus, als ob wir gerade Pechlink sind? Irgendwo gab es doch hier auf jeden Fall auch noch ein Portal. Kam das schon hier? Irgendwo kam's. Obwohl, hier sind wir jetzt, glaube ich, gleich schon bei der Hälfte. Da ist das Portal. Gut, das nehmen wir direkt mit. Und damit gelangen wir jetzt quasi auch schon direkt zum Boss. Ohne Fee bemannt gehen wir jetzt einfach richtig wagemutig zum Boss. Mit einem Viertel Schaden. Ja gut, so wagemutig ist das jetzt nicht mehr. Auf soll es gehen. Oh boy. Moin. Also. Ich meine, man kann sich... Also, ich bin zumindest immer noch sehr glücklich, dass dieser Boss hier nicht auf Eis stattfindet. Weil das hätte ja auch sein können. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was man hier bei dem machen muss. Aber ich glaube, dass wir das hier hinten anzünden müssen.
Oder? Weil der saugt doch nie ein, ne? Nee. Eventuell können wir seine Kugel zurückschleudern. Ah ja. Sehr gut. Ja, guck mal, ich habe einfach schon wieder zu weit gedacht. Ja, so viel zu, wir kämpfen nicht auf Eis. Mhm. Seht ihr selbst. So, angezündet. So, er flippt ein bisschen aus. Müssen wir kurz aufpassen. Kann das Schild schon mal wieder rausholen. Aber jetzt gleich wird sich hier alles wieder verflüssigen. Moin. Kollege? Wir wollen alles aber nicht eingesaugt werden. Was habe ich denn heute immer für ein Bomben-Timing drauf? Ich frage mich halt, wenn der einsaugt, ich glaube, dann könnte man ihm sogar eine Bombe geben, oder? Ja. Nein, wir können ihm keine Bombe geben. Da habt ihr gerade den Beweis gehabt. Hat das noch nicht ausgereicht? Shit. Doch, hat es. Sehr gut. Oh, war ich schnell. Boah, der konnte sich noch nicht einmal drehen. Das war mal ein Speedrun-Cycle. Oh, damn. Richtig gut. So, trotzdem müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Letzte Phase, da wird es ja immer noch mal ein bisschen sehr heiß. Gerade weil er jetzt, glaube ich, noch mehr zwischen ich sauge ein und puste unterscheidet. Wie man hier sehen kann. Man noch schneller reagieren muss. Oh, er macht ein bisschen dunkel. Nett. Könnten wir jetzt nicht eigentlich auch... Das geht? LOL! Das habe ich zu 100% damals in meinem Let's Play nicht gemacht. Aber das ist übertrieben smart. Weil das Schwert brauchst du ja eh nicht. Ist das schlau. Wow. Aber es ist auch krass, dass man die Lampe in der Hand halten kann. Und ein Schild. Also das ist ja fast nicht fair. Weil der für beides ja jetzt gerade nicht eine Hand ready hat. Weil das Schild hält er ja eigentlich so, um sich dann zuzuhalten und... Eine Hand lässt er dann einfach so locker. Crazy. Ich meine, in dem Fall hier nicht unbedingt wichtig, weil man ja eh nicht was abwehren muss, sondern eigentlich nur ausweichen muss für die kurze Zeit. Aber trotzdem cool, dass es geht. Richtige MLG-Strategie. Muss man ja auch sagen. So, Kollege. Magst du nochmal einmal hier Saugibus machen und dann mich anspucken? Oh, komm. Danke sehr. Wir dürfen ihn nicht nochmal anzünden, sondern das war's tatsächlich schon. Und damit geht der Tempel zu Ende. Und wir erhalten ein neues Element. Oh boy, der Tempel des Tropfens. Sehr schön. Tropfenelement erhalten. Das Tropfenelement enthält die Kraft, Feuchtigkeit zu spenden. Sehr schön. Natürlich gibt es auch wieder einen Herzcontainer, der gehört dazu. Der erste Herzcontainer der nächsten Reihe. Sehr schön. Und damit können wir wieder nach oben, sind kein Minish mehr und sind wieder normal groß. Tada! Puh, ich dachte mir, friert die Nase zu. Was ist das denn? Kind. Kind, dass du versuchst, Prinzessin Zelda zu retten. Mein Name ist Gustav. Der König hieß Gustav? Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Komm hierher zu mir, dann wird sich ein Weg öffnen. Nanu, war das ein Traum, eine Illusion? Er sagte, er sei der König von Hyrule, aber... Oh Thomas, schau mal auf die Karte, da ist etwas markiert. Also war es doch kein Traum. Lass uns in der heiligen Stätte das Element übertragen.
So soll es sein. Nun gut, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Montag bzw. Mittwoch zurück zu Minish Montag, Minish Mittwoch. Und bis dahin, euch noch eine traumhafte Woche. Tüdelü.